So, weiter geht's. Ja, für haben wir nicht mehr zu machen an sich. Nur noch die Verrennen und dann ein Meilenstein, aber die kommen später. Ein paar Rennchen. Bei unserer neuen Kiste dürfte das klar gehen. Also, schneller geht's ja nicht, ne? Also, mir gefällt die Kiste eigentlich übertrieben. Kommt nur gut vom Start immer weg. Das sind die Probleme bis jetzt. Keine Ladehemmung. Oder sonstiges. Okay, Verkehrsbilder. Fuck, fuck. Da war ja sicher. Verkackt haben die eine Kurve. Ob wir den vorderen noch kriegen, keine Ahnung. Sieht nicht stark danach aus, zumindest. Also jetzt fahren wir den ganzen Gegenverkehr und so weiter. Aber wir sind führender. Daher kann das ja noch was werden. Ja, vor uns hat einen Riesenabstand. Wir machen noch mehr Fehler und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Bevor wir das noch weiterführen und das eh keinen Sinn mehr hat. Wir müssen die Truppe hier noch nicht einsetzen. Das ist sinnlos. So auf Fahrt auf, damit so nochmal Zeit schnell und die Kurven werden so schwierig zu nehmen sein. Nur gerade die Kurve hier, wenn ich jetzt verkackt habe, wieder. War nicht ganz. Ich beschleunige bis an das Limit der Karre, 308 km/h. Hat der 320 gehabt? Wo hätte der denn jetzt hergeholt? Ich nicht, wir können weiterfahren. Eins, oh fuck. Oh fuck. Das ist schlecht jetzt gerade. Jetzt können wir die nächste Stufe erreichen. Stufe 5. Sind wir gewichst erstmal. Wir werden uns richtig stören. Fuck. Jetzt sind wir richtig scheiße am Dampfen hier. Dass sie nicht gescheit fahren können. Wieso müssen wir jetzt auch noch folgen? Sicher sind wir abgerutscht, wir haben ausgebremst von der scheiß Böllerei, die gar nichts drauf hat. Ein bisschen Wandtusch hier macht nichts. Ganz schönes enges Ding jetzt gerade. Das ist auch nicht gerade sehr nah oder so kein enges Ding. Also guckt. So, 1 Kilometer. Oh, da sind wir jetzt vor dem und er hat noch die Hälfte der Strecke vor sich. Doch nicht. Sehr schön. Ah, mein Gott, die soll ich doch verpissen. Jetzt gibt's doch nicht. Hier bremsen die mich jetzt noch aus. Halt doch mal auf mit dem scheiß Ausbremsen. Ich bin im Rennen, Alter. Ist doch unglaublich. Bremst du mich jetzt wieder aus, du Pisser, ne? So, verpiss dich.
Arschloch. Mein Gott, ich war schon wieder gegen so einen Spasti. Mein Gott, haut doch ab, ihr Spasten! Bremst sie mich wieder aus. Ja, super, ich mach einen Neustart. Ich hab Bock auf die Bullerei. Assis, ey, solche Spasten. Bremst sie mich einfach aus. Was ist das für ein Scheiß? Können die sich nicht irgendwo anders verziehen, ey? Müssen die unbedingt bremsen auch noch? Können die nicht wie normale Menschen hinter einem herfahren? Und er ist so schnell gewesen. Gibt gar nicht. Ja, von 200 auf 0 in 0,2 Meter. Oder? Herrlich. Herrlich mit herrlich. Jawohl, hat sich gedreht. Es hängt mit ihm. Zur Chance zu flüchten. Schnell Abstand aufzusammeln. Verpisst euch! Scheiß Blockaden, ey. Von Gegenverkehr und Mittenverkehr und was alles noch gibt, ey. Ist doch unfassbar, wie viel hier rumfahren. Oh, scheiße. Ist der denn jetzt gewesen? Fuck, ich krieg einen Krampf, Alter, im Fuß. Ey, solche Pinkelboys, ne? Hör auf zu bremsen, bitte nicht bremsen, bitte nicht. Alles außer bremsen. Danke. Alles außer Bremsen in dem Fall. Und nicht touchieren. Jawohl, gepackt. Sieger, muss er für die Bullerei wieder flüchten, ey. Oh fuck. Okay, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, wir sind erwischt. Ey, so ein Abfuck, nur weil ich dagegen. Ach, leck mich doch einfach nur. Ja, nein. Super. Hier nicht mein Bullenwagen. Corvette ist scheiße, ich nehm den. Blacklist. Arschloch.
gerade noch besser runter. Dass du ihn so schnell einen kriegen. Eingeholt bekommen. 300 fahren. 118. Das ist kein schlechter Wert. Ich tausche durch. Damit dass sie das noch packen. Die bleiben. Immer so abgestuft, das ist unglaublich. Mein Mikro berührt. Ich muss mal kurz was nachgucken. Ja, geht noch klar. Nö, alles im Lot, also. Ja, weil wenn ich mein Mikro berühre und das manchmal verstellt, kann es sein, dass es anfängt zu rauschen. Das wollen wir ja nicht. Oder? Also ich will es nicht. Genau, jetzt bin ich gerade links ab, ey. Genau, bremst. Ach komm, leck mich doch, ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich hätte schon sehen, dass der bremst. Meine Fresse. Da denkt man sich auch, warum biegt der Spaß in der Sekunde genau links ab? Ich fällt mir voll in die Querseite. Wuhu! Bist du weiter rechts? Der passt, der passt, der passt. Wir verfolgen natürlich die Uhr. Egal. Kommen wir nicht rechts. Würden wir gerne, aber geht nicht. Das war sowas von klar, dass ich durch die Scheiße fahren muss, ne? So den Hacken jetzt, ne? Ich muss hier wieder abbremsen, damit ich den kenne. Hier nämlich. Ich voll das Auto reinfahren. Ich bin nicht drauf geachtet, jetzt auf den scheiß Radarteil. So, weiter geht's. Ja. Kurze Pause wieder gemacht, sehr kurze Pause, aber jetzt geht's sofort weiter. Viel zu lang genommen. Aber der Typ ist schwer zu kriegen, ey, wenn man so scheiße fährt wie ich. Der Typ macht Abstand, ne? Das ist unglaublich. Jetzt muss ich nicht mehr neu starten. Scheiße. Was habe ich denn noch Fehler gemacht, dass er nur durchkommt, ey? Ja,
hier war der Fehler, wo ich mit dem Scheiß rausgefahren bin. Gegenverkehr wieder auftaucht, ganz zufällig. Wie kann er denn schon so schnell durchfahren? Jetzt unterführend, also zumindest renntechnisch gesehen. Ob der noch einen Fehler macht, keine Ahnung. Das ist ja immer noch schneller, oh fuck. Das war zu weit, das ist da vor uns. Weil da versucht wir abbremsen. Und uns die Führung überlassen. Ich krieg die Kurve einfach nicht gescheit hin. Er ist wieder vor uns, das wird noch weiter, ne, jetzt sind aber zwei vor uns. Heißt aber nichts, wir sind noch führend. Solange der nicht näher kommt, betrachtlich geht das ja noch irgendwie klar, weil es sind nur 40 km/h, das ist nur 10 Sekunden. 4 Sekunden. Scheiße, die Kurve habe ich gar nicht gesehen! Wieso ist hier eine Kurve? Das wird auf der Karte gar nicht angezeigt. So ein Mist, ey. Ist nicht. Oh, Scheiß. Deine Kurve nicht angezeigt, ganz einfach, ey. Guck mal, ein Abflug, ey. Wie seid ihr denn hier? Hier kann ich noch führend sein. Und dann. Boah, so ganz schnell, ey. Warte mal. Wie ist der so stark die Kurve? Wie kann der so schnell fahren? Ey, das macht gar keinen Sinn, ganz ehrlich, das Spiel. Durch den Feld, das Spiel fährt. Guck dir mal, wie er um die Kurve fährt. Das ist so unlogisch. Der kann doch nicht so um die Kurve fahren. Er fährt mit 200 Sachen so um die Kurve, so komplett gerade, so 90 Grad winkelmäßig. Genau. Jetzt kommt er nicht weg von der Stelle, das ist ja witzig. Ja, jetzt sind wir mal noch 17 km/h, obwohl das logisch ist, dass er wieder schneller ist. Außer der Typ ist nicht Roberts, aber ist er der Roberts, das ist ja das Dumme. Das ist ja abstrus, ey, der da bringt. Jetzt fährt schneller als hier von hinter mir ist. Jetzt bloß in die Eisen gehen. Zu früh. Genau. Hab ich kein Problem mit. Tummeln sich halt alle da. Kuscheln. Hauptsächlich hab ich jetzt gestoppt erstmal. Der nicht mehr so schnell ist. Wir sind trotz allem vorne. Straßentrenner oder so, doch da kommt einer. Das war sehr schlecht von mir, egal, ich komm durch. 207 reicht halt aus, um vorne zu bleiben. Das reicht aus. Unfassbar, wir gewinnen da dran noch. Egal. Ehrlich, das ist kurios gewesen, das ist einfach kurioser. Du erregst viel Aufmerksamkeit. Achte auf die Fahndungsstufe deines Wagens. Wenn du Fahndungsstufe 5 erreichst, bekommst du Ärger. Auf die Stufe werden schwere SUVs, aggressive Hubschrauber und dein schlimmster Albtraum eingesetzt, das Corvette-Geschwader von Cross. Wenn du es vermeiden kannst, lass dich nicht mit ihnen ein. Ah ja, genau. Das gab's auch noch. Bevor das eigentlich ein Telefonat sein sollte, passiert nichts. Doch da. Bist zwar ein guter Fahrer, aber guten Geschmack hast du nicht gerade. Ich dachte, euch Typen wäre euer Hof auf der Straße irgendwie wichtig. Wie sieht denn deine Karre aus? Ist dir das eigentlich egal? Vielleicht kann ich dir mit ein paar Rallye-Streifen helfen. Freue mich schon, dich zu schnappen. Wieder und wieder und wieder. Wir sehen uns.
Naja, schwätzt nicht so viel. Hat der jetzt nicht nochmal schon? Ja, das ist ja doch der Typ. Der Typ erzählt mehr, als er wirklich kann. Nein, und da stoppe ich für den Wagen wechseln. Ich finde den nicht mehr so prickelnd. Ich nehme wieder mein Korvett. Eine Korvett. Mautstellenfahrt noch zwei und dann noch da ein Rennen. Und dann haben wir die Siegesserie auch geschnappt. Dann noch einmal Blitzerbild. Dann dürfte es eigentlich klar sein, ne? Oh, ich muss den auf den Platz gedrückt. War kein Ding. Ist alles verkraftbar. Komischer Weg, aber okay. Okay, ich wollte nicht fliegen. Nein. Vorderrad bleibt stehen. Voll in die Kurve rein. Ich kann gar nicht mehr von der Stelle. Na egal, das schon. Den dann das recht aus. Halt. Ja, über die Idee zu kommen.